Kinder laufen um die Wette und das für die Wissenschaft. In Wuppertal gibt es seit heute ein neues Fitnessprogramm, speziell für Grundschüler. Denn wichtig ist, früh mit Bewegung anzufangen, damit es weniger dicke Kinder gibt. Michael Statz berichtet. Sie geben alles, wollen unter den Besten sein. Die Schülerinnen und Schüler dieser Gemeinschaftsgrundschule in Wuppertal kommen ordentlich ins Schwitzen. Speed 4 heißt der neue Fitnesstest, der sie heute auf Touren bringt. Wir haben ja heute das Problem, dass die Kinder leider zum Sitzen und zum Nicht-Sporttreiben durch Computerspielen und Fernsehgucken animiert werden. Und das eröffnet mir natürlich alle Möglichkeiten, ein Kind ein Sportangebot zu machen, wo es wieder Bock drauf hat. Egal ob Sportmuffel oder Fitnessfan, hier kommen alle voll auf ihre Kosten. Die Ampel zeigt an, wo es lang geht. Dann heißt es Vollgas geben, schnelle Wende und im Slalom zurück. Am Ende spuckt der Computer die Gesamtzeit aus. Diese Daten kann Theodor Stemper von der Bergischen Uni Wuppertal auswerten. Kinder, die schlecht gefördert sind, in schlechten Umgebungen groß werden, haben meistens auch motorische Defizite. Und auf der anderen Seite ist dort die Problematik Übergewicht besonders ausgeprägt. Wenn man es aber festgestellt hat, kann man auch punktuell und sehr gezielt handeln. Und das ist für Städte wichtig, aber auch für Schulen und Eltern wichtig. Die Kleinen müssen noch drei weitere Stationen absolvieren. Weitsprung, die Ausdauer der Bauchmuskeln und am Ende noch ein 6-Minuten-Lauf. Danach sind sie auch fix und fertig, aber glücklich. Das Slalomrennen war schön und am meisten hat dir das gefallen mit dem Springen da hinten. Wenn ich da Punkte bekomme, da kann man ja auch sehen, wie gut man ist und das finde ich auch toll. Mir gefällt es auch, Sport zu machen, weil man da viele Sachen erlebt. Das neue Projekt ist der erste Sporttest mit wissenschaftlicher Auswertung und das findet auch die NRW-Schulministerin gut. Es ist so, dass wir wissen, dass die Kinder nicht mehr so fit sind wie früher und deswegen ist es gut, dass es solche Untersuchungen, solche Studien gibt und wir werten das aus und überlegen, ob wir systematisch schon noch an die Schulen herantreten müssen. Die schnellsten und sportlichsten Schüler treten dann beim großen Wuppertaler Stadtfinale gegeneinander an. Bis zu 300 Preise gibt es zu gewinnen. Der Sieger bekommt einen großen Pokal. Also Grund genug, mal ordentlich ins Schwitzen zu kommen.